Guten Abend allerseits. Ich bin hier noch die letzten am Machen. Ich bin gleich bei euch. So. Ich sage euch, ich bin sowas von ready heute. Also, das wird eine sehr intensive Stunde, weil es einfach extrem wichtig ist. Ich sage es euch. Guten Abend. Na, da sind ja schon ganz viele. Guten Abend. Ja, also ich würde sagen, wir legen gleich los, weil ich bin so voller Tatendrang heute. Guten Abend, Kevin. Grüß dich. Servus. Ja, also zuerst mal, wie geht's euch? Hi, guten Abend, liebe Verena. Ja, hi, in nach Tirol. Hoi, Evelyn, bist du wieder zurück? Ist fertig, Ferien in Arosa. Hast du erholt? Sehr gut, Thomas. Ja. Ja, Rosa ist ja nicht so weit weg, gell? Wir sind gekommen, um zu bleiben. Alexander, ich habe das im Fall übrigens dieses Wochenende auch gesagt, einem Referenten. Wir lassen uns jetzt nicht vertreiben, schon gar nicht. Und ich sage es dir, das wird ein ganz wichtiges Gespräch heute. Ich will, dass ihr euch einbringt. Ich will, dass ihr sagt, wie das für euch ist, weil die Zeiten sind unglaublich bewegt. Sagen ganz viele, wir sind im Krieg und trotzdem können wir ganz, ganz viel jetzt machen. Ich will, Kevin, genau, der Wahnsinn da draußen. Aber ich finde es gut, dass es dir gut geht, sehr gut sogar. Und ich hoffe, dass ich in dieser Stunde noch einiges dazu beitragen kann, dass das wirklich ganz vielen so geht, dass du dieses positive Gefühl, ja, was darüber kommt bei mir, eben nachhaltig lebst und eben auch weitergeben kannst. Das ist jetzt, wir sind füreinander da, wir sind miteinander da, wir schöpfen jetzt diese Welt, die wir zum Teil schon haben und die wir uns ganz sicher nicht nehmen lassen. Ja, also alpines Klima, gell? Arosa ist wirklich schön. Ich bin morgen auch in den Bergen. Wir machen ein Video. Ich muss ganz früh raus, aber ich freue mich mega. Ist genau mein Thema im Moment, raus aus dieser Negativspirale. Hoi, hoi, Michaela. Das ist unsere Michaela aus Teningen. Liebe Grüße nach Karlsruhe, Cindy. Guten Abend. Heute kam das Buch Handbuch für Götter an. Es, Barbara Henriette, HB. Es ist mein Lieblingsbuch und es hat so viel mit dem zu tun, was wir jetzt durchleben, jeder von uns. Ah, das Wochenende Davos. Ja, es ist herrlich, gell? Ein bisschen kalt, aber. Aha. Oh, ja. Also, so, wir legen los. Also, ich habe euch gesagt, es ist dieses, ich werde das nur ganz schnell, meinen kleinen Plan mit euch teilen, sich dem Negativen anpassen. Ich möchte wirklich heute mit euch, ich möchte, dass ihr mir sagt, wie das für euch ist. Ich finde es in den letzten Tagen, in den letzten Wochen unglaublich, es fällt auf, wie viele Menschen aus dem Umfeld wirklich in einer totalen Abwärtsspirale drinstecken. Und das ist ja nichts Neues für mich. Also das heißt, ganz viele Menschen, die sind da gefangen. Und ich weiß, dass das nicht etwas ist, was man sofort auflösen kann, aber ich möchte heute euch zwei Übungen mitgeben, die unglaublich wichtig sind. Ich hatte heute ein Coaching mit einem wunderbaren Menschen, wo ich einfach auch wieder gemerkt habe, dass diese Übung, diese Frage bringt schon so viel ins Rollen und hat genau damit zu tun, was, Milena, weiß ich, dass du das Buch auch gelesen hast, Cindy, du auch, gell?
dieses Handbuch für Götter. Wir hier alle sind Götter. Wir hier alle sind Götter. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das mal in uns aufnehmen, dass wir das sacken lassen, dass wir in diesem Gefühl jetzt drin bleiben. Also, jetzt ist es so, ich möchte eben diese Stunde jetzt ganz effizient nutzen auch, und ich möchte das gern so in drei Teile aufteilen. Und zwar möchte ich anfangen mit der Frage, was ist es, was uns eben genau in dieser Negativspirale drin hält. Ich werde dann eben sagen, wie das für mich ist, was ich jetzt gerade erlebe, vor allem mit den Geschlumpften. Dann werden wir ich denke, so 20 Minuten wird das schon dauern. Und dann geht es darum, wie können wir das ändern, und zwar wirklich nachhaltig. Das heißt, wir alle wissen es, wir können nur unsere Sichtweise wirklich, wir können uns nur selbst zu den Göttern machen wieder. Ich kann das nicht für jemanden anders machen, aber ich kann Inspiration sein. Das ist ganz wichtig. Und das heißt, ist die Strahlkraft von Göttern. Und wenn ich hier allein von euch lese, weiß ich, es strahlt drüber. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich habe heute übrigens einen witzigen Begriff gelesen, die Love Bubble hört endlich auf, irgendwie alles gut zu sehen und nur an das Gute zu glauben, sondern seht auch die Tatsachen ins Auge. Und das ist wirklich, ihr kennt mich, ich bin da wirklich klar, weil ich natürlich jetzt von ganz vielen Menschen höre. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einem Arzt, dem wurde die Approbation entzogen, weil er sich nicht so geäußert hat, wie man es von ihm erwartet hat. Und ich bin sicher, dass viele von euch auch Menschen kennen, vielleicht seid ihr selber in so einer Situation, wo ihr euch fragen musstet, hey, mache ich jetzt so weiter oder gehe ich jetzt wirklich meinen Weg? Und wir alle wissen, das ist kein einfacher Weg. Aber trotzdem, ich möchte nochmal sagen, wir sind füreinander da, und dieses Gruppenbewusstsein zu stärken, empfinde ich jetzt als meine größte Arbeit. Und euch auch zu zeigen mit meinen Möglichkeiten, wie bleiben wir in dieser Kraft. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich möchte... in Sicherheit bringen können, gell? Das ist natürlich nur etwas, was dieses Gefühl können wir uns nur selber geben, weil ich weiß es auch nicht, was da in den nächsten Monaten passiert. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie schwarz malen, aber die Aussichten, die sind echt, die sind wirklich, da müssen wir vorbereitet sein auf alles. Also das heißt, ich habe von ganz vielen Menschen gehört, die in Arztpraxen arbeiten, in Notaufnahmen, die sagen, die Situation ist prekär. In den letzten Wochen sehr, sehr, sehr prekär, weil Menschen kommen, die alle geschlumpft sind, manche zweimal, und die kommen mit also unglaublichen Dingen, eben Gerinnungsthematiken, die haben Hämatome, ganz viele, dann Schlaganfälle. Und eine Frau, die beschreibt die Situation in der Notaufnahme seit ein paar Wochen, wie sich das immer mehr verstärkt, das ist einfach eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Und was man auch sagen muss, ist, dass die viele Angehörige diesen Zusammenhang mit dem Schlumpfen nicht sehen wollen. Keine Chance, die wollen das nicht sehen. Und da ist es einfach nur, gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Weg gehen zu lassen. Also etwas vom Krassesten, was ich jetzt in den letzten Tagen, was man mir erzählt hat, ist ein Mediziner, der seine dritte Schlumpfung hatte, weil er anscheinend noch keine Antikörper gebildet hatte. Der Mann ist Mitte 30 und nach der dritten Schlumpfung hat Familie und alles und tot, umgefallen tot. Im Beisammensein mit seinen drei kleinen Kindern. Und das ist nicht das Einzige. Also das heißt, es ist wirklich, die Lage ist sehr, 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 sehr ernst. Und ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt,
Ich habe auch mit der Katja schon vor einem Jahr darüber geredet. Und wir haben beide gesagt, ja, also das wird jetzt mit dieser Maske, das wird jetzt ein paar Wochen dauern und dann ist das wieder gut. Aber dass das jetzt so kommt, dass die wirklich mit diesen Schlumpfungen, was die da durchziehen, das ist also wirklich eine absolute Katastrophe und vor allem, dass die Menschen es einfach nicht hören wollen. Die wollen das, die da drin sind, die wollen das zu einem großen Teil nicht hören. Eben, Milena, Vater, sieht richtig übel aus, voller Hämatome, blutet, aber es liegt wahrscheinlich nur an den Medikamenten, nicht an der Schlumpfung. Ich höre zum ersten Mal, dass Hämatome eine Nebenwirkung sind. Hämatome sind das eines der häufigsten Nebenwirkungen. Also, vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, dass, wie heißt der, Raphael Bonelli, ein österreichischer Psychiater, der hat letzte Woche bei sich auf YouTube, auf dem Kanal, hat er ja ein Video gepostet und hat einfach mal gefragt, hey, ich weiß ja nicht, ob ihr jemanden kennt, der wirklich an der kritischen Mikrobe gestorben ist, aber kennt ihr jemanden, der aufgrund der Schlumpfung Nebenwirkungen bekommen hat? Es ging 24 Stunden und dann hat er über 4000 Einträge und dann 48 Stunden später waren es 6000 Einträge und dann wurde das Video gelöscht von YouTube. Und es gibt auf 760 Seiten sind diese Kommentare alle dokumentiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, das betrifft Dachli, das betrifft Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, die deutschsprachigen Länder. Aber trotzdem, was da zusammengekommen ist, ist ungeheuerlich. Ist ungeheuerlich. Also das heißt, wir müssen, und ihr kennt mich, ich will keine Panik machen, ich will einfach wirklich, dass wir diesem Thema in die Augen schauen, ganz klar und sagen, hey, da passiert gerade etwas Unglaubliches. Was die Menschen da jetzt gerade durchmachen, die sich geschlumpft haben lassen. Und eben wie ich das jetzt mit dem Mediziner gesagt habe, die dritte Schlumpfung sei anscheinend wirklich dann das, was zum großen Massensterben führen wird. Also wir sind mittendrin, das Negative, gell? Aber es ist auch so, dass viele mir berichten, ich kann nichts machen. Ich kann nichts. Ich kann nichts, ich kann mit den Angehörigen nicht sprechen. Die da denken immer noch, ich sei irgendwie Verschwörungstheoretiker oder was der Geier was. Und davon zu lösen, ist das absolut Wichtigste. Ich möchte hier nochmal sagen oder ich möchte euch mal fragen, was ist es für euch, was euch in dieser Negativität, habt ihr dieses Thema überhaupt? Und ich möchte hier, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich gern etwas sagen, einfach zur Definition. Es gibt viele, die sagen, ja, es ist da, es gibt nicht schlecht und gut und so. Das sehe ich überhaupt nicht in diesem Zusammenhang, sondern es gibt wirklich das absolut Böse. Aber ich möchte auch sagen, Negativität, damit meine ich das, was euch eure Kraft entzieht. Was ist es? Im Moment, was ist das, was ihr das Gefühl habt, hey, ich, das ist immer wieder ein Thema, das ist nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern das zieht mich andauernd runter und da habe ich immer wieder, da komme ich immer wieder an meine Grenzen. Ich könnte mir vorstellen, es ist ähnlich wie bei mir. Enteignung und Impfpflicht. Beruf. Ja, Angst, dass sich die Tochter impfen lässt. Boah. Angst, nicht richtig vorbereitet zu sein. Darüber reden wir gerade, Susan. Conny, Impfpflicht für meine Kinder. Impfpflicht, genau. Impfpflicht. Ja.
kein Geld mehr zu haben. Christiane, mein Sohn wird sich impfen lassen, sonst wird er nicht zur Uni zugelassen. Ja, ich kenne das von Menschen. Ich möchte dir da aber etwas sagen. Und zwar weiß ich es, es gibt auch die Möglichkeit, aus medizinischen Gründen einer Uni zu erklären, in einem Brief, dass aufgrund von zum Beispiel Allergien eine Impfung nicht nötig oder nicht möglich ist. Also da. In Quarantänos, ja. Ja, eben das Thema Impfen und Kinder, gell? Das ist ein Quarantäne für Impfverweigerer. Genau, also dieses Getrenntsein. Ein Impfbus, der in die Schule kommt und die Kinder impfen möchte. Repressalien gegen Ungeimpfte. Ja, Überwachung, Polizei, Terror, eben auch Arbeitgeber. Mit Mitmenschen nicht mehr reden können, weil sie einfach zumachen. Verena, das ist, glaube ich, etwas, was uns alle extrem beschäftigt. Und da möchte ich auch dann etwas sagen. Die Ablehnung zwischen, beziehungsweise Trennung von meinen geschlumpften Kindern und Geschwistern. Dass sich Kinder wegen dem Gruppendruck impfen lassen. Also ich möchte einfach nur sagen, ich war heute mit meiner Tochter im Einkaufen und natürlich ohne Maske. Und sie läuft voraus mit der Maske. Und ich glaube, sie hat sich tierisch geschämt für mich, aber das ist das kleinste Übel. Ich habe übrigens auch ganz klar mit meinem Ex-Mann vereinbart, dass er die Kinder nicht impfen lassen darf. Er hat es unterschrieben, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich hatte so eine Episode mit meiner ältesten Tochter, die ist volljährig. Und ich habe genau das gemacht, was der Gerhard gemacht habe. Ich möchte es euch einfach erzählen, weil es für mich einfach die stimmigste Möglichkeit ist, mit erwachsenen Kindern, meine Tochter ist 18, umzugehen betreffend der Schlumpfung. Also wir sind im Auto gefahren letzte Woche Freitag und ich habe gesagt, du Cosima, eben, hast du einen Plan betreffend Schlumpfung? Und dann sagt sie, nein. Nein, nicht. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ich es dir nicht verbieten kann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wenn ich es könnte, würde ich es, weil ich einfach nicht will, dass du das machst. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich weiß, du hast es schon so oft gesagt, aber es ist im Moment kein Thema für mich. Aber wir wissen nicht, wie schnell das ändern kann. Und Alexander, du schreibst es auch, das, was uns alle total entsetzt, das ist das, was die Cindy vorhin auch geschrieben hat. Nämlich dich schockiert auch, dass sie jetzt mit aller Macht an die Kinder wollen. Anscheinend, das hat mir der Tobias gestern erzählt, dass der Herr Söder gesagt hat, nach den Sommerferien werden die Kinder in Bayern geimpft an der Schule. Und ich möchte da, das habe ich mir wirklich, da habe ich gedacht, hey, also das ist wirklich so, wenn es denn möglich ist, weil. Für alle, die das noch nicht wissen, im Kanton Graubünden, da wo ich wohne, haben wir Ende Januar, nein, im Februar hieß es, jetzt gilt die Maskenpflicht für die Kinder in der 5. und 6. Primarschule. Wir haben ein anderes Schulsystem als in Deutschland. Bei uns ist die 1. bis 6. Klasse Primarschule und dann die Sekundarstufe. Und da hieß es, 5. 6. Klasse gilt die Maskenpflicht. Und da haben wir uns direkt einen Anwalt, also zuerst haben wir einen Verein gegründet. Das war ja, wann war das? Anfang, ja, um den 10. Februar rum. Und wir haben dann bis Ende Februar haben wir die Klage eingereicht. Und das war Philipp Kruse, der Anwalt in der Schweiz, einer der ersten Anwälte überhaupt, der sich dafür so stark gemacht hat. Und dann ging das ein paar Wochen und dann hieß es im April, die Maskenpflicht wird aufgehoben.
Natürlich haben sie nicht gesagt, dass es aufgrund von unserer Klage ist, sondern es ist dann einfach, ja, weil die Tests so gut laufen, was auch immer. Ich will damit einfach sagen, und davon bin ich überzeugt, weil ich es selber erlebt habe, es ist das Wichtigste, sich zu wehren. Und sich klar auszutauschen ist wichtig, aber nur etwas, was mich total gefreut hat. Letzte Woche war bei uns in der Post ein Flyer, wirklich ganz rudimentär, mit den wichtigsten Punkten zur Impfung drin. Was heißt, hey, wisst ihr, was ihr da macht mit dieser Schlumpfung? Die haben das in dieser Gemeinde, in der ich hier wohne, haben die das in alle Haushalte verteilt. Und das sind Maßnahmen, die einfach nötig sind. Weil, seien wir ehrlich, wenn wir hier im Fernsehen dem noch irgendwie Glauben schenken, was da erzählt wird, einer der sieben Zwerge, wir haben da die lieben Sieben in Bern, und Guy Parmelin hat irgendwie, 1. August war gestern, das ist der Nationalfeiertag in der Schweiz, hat er laut darüber nachgedacht, wie man die Ungeschlumpften irgendwie zur Raison bringen kann. Oder wie. Und es ist wichtig, ich sage es immer, wir müssen uns formieren, wir müssen uns zusammentun, wir müssen sofort klagen. Also das ist das, was ich im Februar da gemerkt habe. Keine Diskussionen, keine Petitionen, keine Kundgebungen, einfach Klage einreichen. Und formieren, 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 unbedingt. Elli, fühle mich wie im falschen Film, der nicht endet. Genau. Also wenn ich frage jetzt, wer von euch fühlt sich wie im falschen Film, dann bin ich sicher, dass 99% sagen, hier ich. Aber das ist genau das Gute. Wir sind uns diesem Zirkus wirklich bewusst. Und das ist das, was ich auch sagen möchte. Für alle hier, weiß ich, ist die Sache klar. Die Sache ist klar, es wird noch sich zuspitzen. Es wird in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren, wird es wirklich noch richtig heftig. Aber, es ist die wichtigste Zeit, um wirklich in die eigene Kraft zu kommen, dieses Schöpferbewusstsein zu integrieren. Und ich habe letzten Samstag eine Sprachnachricht gemacht, weil ich wirklich etwas für mich gemerkt habe, was extrem wichtig ist. Wir schöpfen das, was wir wollen. Wir haben diese, eben, wir sind Götter. Und für alle, die noch nicht wissen, wie es geht, ist das Handbuch für Götter wirklich absolut wichtig. Ich werde nachher auch eben zwei Übungen euch mitgeben, die euch in diese Kraft reinbringen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe letzten Donnerstag mit dem Ricardo Lepe ein Gespräch gehabt, und das war wieder mal total toll, weil der Ricardo einfach echt ein super Typ ist. Und weil wir darüber gesprochen haben, wie geht das weiter? Endet dieser falsche Film irgendwann? Was kann ich tun? Und er hat etwas gesagt, und wenn ich so diese Einzelteile betrachte von dem, was er sagt, war mir das immer bewusst, aber so in diesem zusammengenommen fand ich es doch echt schön. Und zwar hat er gesagt, jetzt stell dir vor, es gibt ja diese Gegenspieler, diese anderen auf diesem Spielfeld hier, die eben genau das durchziehen jetzt mit dem Schlumpfen und die offensichtlich wirklich ernst machen damit. Die können nicht schöpfen. Also das heißt, das sind keine Schöpfer, sondern die leben von unserer Energie. Die leben davon, dass wir ihnen Energie geben. Und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt, wenn jeder von uns, und ich weiß, hier ist das so, das sage ich seit Monaten, sage ich euch das, wir alle hier werden eine unglaublich wichtige Aufgabe haben in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Also das heißt, es gibt diese Entitäten, wie auch immer man sie nennen will, Tobias nennt sie immer die Mannschaft in den dunklen Trikots,
die leben von unserer Energie. Das heißt, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und wir uns aufregen und wenn wir uns irgendwie in Panik versetzen lassen und wenn wir Angst haben, dann ziehen die diese Energie ab und die leben davon. Das ist ihre Nahrung. Was sie aber nicht können, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist das Allerwichtigste, was sie nicht können, sie können nicht schöpfen. Was heißt das jetzt genau für uns hier? Das heißt, dass wir uns bewusst sind, okay, die in den dunklen Trikots, die gibt's, aber hey, weiche von mir, Satan. Oder wie ich es nenne, der fünfte Wagen der Geisterbahn, wenn mir irgendeiner aus Davos oder von diesen Irren da erzählt, du wirst 2030 kein Eigentum mehr haben und du wirst glücklich sein, dann sage ich, hey, ich bin ganz sicher, dass du nicht weißt, was mich glücklich macht. Also weiche von mir. Das heißt, es braucht eine Klarheit. Ich habe das übrigens einem von den Referenten auch wieder gesagt. Erzengel Michael hat ein Schwert und das benutzt er auch. Also wir brauchen eine Klarheit. Wir sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Ich will das nicht. Und das ist wirklich halt die Schwierigkeit, wenn wir sehen, okay, es sind Menschen involviert, die uns wirklich sehr, sehr wichtig sind. Es geht um Menschen, die Kinder, unsere Familie, unsere Freunde, Bekannte, die das eben nicht so sehen. Aber es ist wichtig, dass wir das akzeptieren. Und das ist extrem schwierig. Das heißt, dass wir, nochmal jetzt auf das zurückzukommen, was ich mit Ricardo besprochen habe, wir können dann auch schöpfen. Das heißt, wir sind nicht in diesem Elend, in dieser Trauer, in dieser Hoffnungslosigkeit, weil genau von dieser Energie lebt der Geisterwagen. Davon leben diese Entitäten und das wollen wir nicht. Das heißt, das Wichtigste, was wir jetzt machen können, und da sage ich es euch wirklich jedes Mal, das Wichtigste, was jeder Einzelne von uns machen kann, ist, in diese Schöpferkraft zu kommen, in diese Kraft zu kommen, die uns ausmacht, die in uns drin ist und die einfach im Moment häufig überlagert wird von all diesem Irrsinn, den wir da draußen erleben. Bis jetzt, bitte schreibt mir, ich muss da ein bisschen runterscrollen, ist das bis jetzt, könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit meine? Ich muss mal da ein bisschen scrollen. Also schreibt mir einfach, dass ich das wirklich so rüberbringen konnte. Ja, jawohl, gut, sehr schön, sehr schön. Also das heißt, jetzt ist es wichtig, dass wir zum einen diese Kraft in uns wiederentdecken, dass wir hinschauen, was hat dazu geführt, dass das überlagert wurde, weil das ist wirklich absichtlich mit uns gemacht worden. Das hat System. Also das heißt, wenn wir das erkennen, was die da gemacht haben mit uns, kann jeder für sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und ich bin ganz sicher, dass ihr euch dagegen entscheidet, gegen all dieses. Im Buch von Jan van Helsing steht, diese gigantische Ablenkungsindustrie, die kreiert wurde, um genau uns davon fernzuhalten, nämlich um diese Kraft in uns, das, was uns ausmacht, zu aktivieren. Und das ist kein esoterisches Gefasel, sondern das ist wirklich eine Arbeit und es ist ein Handwerk, was jeder lernen kann, was jeder bei sich anwenden kann. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Du sagst es, wir werden täglich abgelenkt. Aber diese Zeit des Irrsinns jetzt, oder wie Ellie gesagt hat, diese Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir sind im falschen Film, ist genau dazu da. Also das heißt, wir sind jetzt am Point of No Return, wir sind am Punkt, wo es nicht zurückgeht. Ich weiß, wir alle hier sind jetzt da, um wirklich diesen Schritt vorwärts zu machen. Wir gehen nicht zurück. Wir gehen nicht in ein kaputtes, krankmachendes, destruktives, dunkles, abgrundtief hässliches System zurück, sondern wir gehen einen Schritt jetzt in das, was wir machen wollen, raus aus der Gesellschaft, rein in die Gemeinschaft. Das ist das, das wollen wir. Genau das machen wir jetzt. Also, das ist das A und O und das ist die Entscheidung. Und da möchte ich wirklich, wirklich, wirklich
dass jeder von uns sich fragt, okay, was will ich? Will ich zurück? Oder will ich, genau, die Zahnpasta geht nicht mehr wieder in die Tube zurück, der Geist geht nicht mehr in die Flasche zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, Renate, was du schreibst, weil mit jedem Tag, wo wir uns bewusster werden, und deshalb auch diese Übung, die ich jetzt euch zeige, mit jeder Erkenntnis von der Übung, werdet ihr merken, hey, so habe ich das gar noch nicht gesehen, noch nie. Und es geht um dieses Bewusstsein zu erlangen. Und dieses Bewusstsein, auch wenn das für viele jetzt sehr weit schon 2, 3 Schritte weiter tönt, aber echt, wir sind Götter. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Wir haben diese göttliche Kraft in uns und wir werden dazu gebracht, jetzt dieses Göttliche in uns wieder rauszubringen und vor allem im allerersten Schritt uns bewusst zu werden, dass wir das haben. Dafür bin ich hier. Ich bin hier angetreten in diesem Leben, ich bin hier angetreten in dieser Inkarnation, genau das den Menschen weiterzugeben, ihnen zu zeigen, hey, es gibt etwas in mir, was überlagert wurde absichtlich, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, das rauszugeben. Diese Schöpferkraft, Anime, genau, du sagst es. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier, auch wenn wir nur ein paar hundert sind, wir sind natürlich viel mehr, aber dass jeder von euch diese Kraft in sich hat, die einfach unglaublich stark wirkt. Die wirkt so stark, dass das andere, diese Freakshow, der fünfte Wagen der Geisterbahn, keine Chance hat. Aber dafür brauchen wir auch eine Klarheit und dafür brauchen wir das Schwert und sagen nein, stopp. Susanne fragt, liebe Diana, wie äußert sich dann das im Außen, wenn die volle Schöpferkraft aktiviert ist? Das ist eine super Frage. Ich erzähle es euch. Moment, schnell. Wie sich das äußert? Bevor ich jetzt die Übung mache, gehe ich quasi ans Ende, ans Ziel. Dass die Übung, die ich euch nachher gebe, ist quasi der Schritt dahin. Das Ziel ist, dass jeder Einzelne von euch ein Geschenk mitbekommt. Dieses Geschenk ist eine einzigartige Kombination von Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive. Und du kannst dir das vorstellen, dass das wie ein Puzzle ist. Und das ist, du bist ein Puzzlestück, das so Nanomillimeter genau in das andere passt und das ohne dieses Puzzlestück ist es nicht komplett. Das heißt, du, Susanne, hast eine Kombination in dir, eben wenn ich sage, eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive. Das, was du im Laufe deines Lebens dir als Perspektive angeeignet hast, gehört zu deinem Geschenk dazu. Und es ist so, dass es vor deiner Geburt niemand gab mit deinem Geschenk und es wird nach deinem Tod, nach deinem Ableben hier niemanden mit deinem Geschenk geben. Das heißt, diese ganze Zeit der chinesischen Mikrobe ist dazu da, dass du jetzt dieses Geschenk in dir wieder anfängst zu entdecken. Das heißt, James McAvoy, das ist ein britischer Schauspieler, wirklich ein toller Typ, der sagt, wenn du anfängst, das zu entdecken, was Gott dir gegeben hat, wird er für dich Türen öffnen, die niemand schließen kann. Und das ist zu 100% das, was ich erlebe mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das heißt, natürlich weiß ich jetzt von dir ja nicht sehr viel, außer dass du Susanne Strobel heißt, aber dass du dich damit auseinandersetzt, dass du das Interesse hast. Interesse bedeutet, es ist der zwischen dem, wo du bist und wo du hin willst. Also alles, wofür du dich interessierst, gehört, ist ein erstes Anzeichen dafür, wo du hin willst. Weil was ist es?
Es wird so sein, dass wir diese, jeder von uns ist ein Puzzlestück. Diese Puzzlestücke sind alle gleich groß, sind alle gleich wichtig und die sind so ineinander perfekt angeordnet, dass eins zum anderen passt. Das ist Co-Kreativität. Also das heißt, Susanne, es wird hier in unserer Community Menschen geben, die perfekt eine perfekte co-kreative Gemeinschaft bilden mit dem, was du hast. Und diese co-kreative, dieses Geschenk, was du hast, ist, wie gesagt, einzigartig. Ich habe in über 15.000 Stunden, also ich mache meine Methode, habe ich wirklich über 15.000 Stunden investiert. Ich habe weit über 3.000 1-zu-1-Coachings gemacht und ich kann dir, so wahr ich hier sitze, sagen, dass ich noch nie zwei Menschen getroffen habe, die das gleiche Geschenk haben. Du hast etwas, was dich ausmacht. Du hast etwas, was dich einzigartig macht. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ja, wie kann ich das oder wie äußert sich das, wenn ich das aktiviert habe? Wenn du das aktiviert hast, dann bist du im absoluten, höchsten Schöpfungs, wie soll ich sagen, deine Schöpfungskraft ist maximal. Also das heißt, es ist so, wenn du das, was du fühlst, eben auch kommunizierst, rausgibst und du entsprechend handelst, dann bist du Gott in seiner Dreifaltigkeit, dann bist du absolut in der höchsten Schöpfungskraft. Das heißt, es ist natürlich etwas, was wir nie gewohnt, wo uns nie gesagt wird, hey, was ist das, was dich ausmacht? Und vor allem jetzt, wo viele Menschen, wenn ich sage, deine Perspektive, also das, was du in deinem Laufe deines Lebens als Perspektive dir angeeignet hast, gehört zu deinem Geschenk dazu. Dann sind das natürlich auch Themen, die nicht schön sind. Ganz viele Menschen haben Dinge erlebt, die sind nicht schön. Die sind furchtbar. Und trotzdem sind wir alle hier, sind wir alle an diesem Punkt, wo wir sagen, okay, wir gehen in diese neue Zeit und ich nehme das mit, indem ich vergebe, indem ich mich aber wirklich auch damit befasse und sage, okay, wie kann ich damit wirken? Wie kann ich vielleicht anderen Menschen damit helfen? Und das ist ja das zutiefst Menschliche. Jeder möchte mit seinem Geschenk einem anderen Menschen eine Hilfe sein. Er möchte wirken, er möchte, ja, er möchte wirken, er möchte nicht helfen, ist so ein Wort, was die Katja sagt, ja, helfen ist es ja nicht. Es ist wirklich ein Wirken. Und das ist es, Susanne. Wenn du das gefunden hast, du fragst dich keine Sekunde, bin ich auf dem richtigen Weg? Keine Sekunde. Du wirst dich das nie fragen. Weil du weißt, du spürst es, du bist auf dem Weg, der dich glücklicher nicht machen könnte. Du machst das, wo du zutiefst liebst. Du hast natürlich, gibt es manchmal Momente, wo du denkst, oh mein Gott, ist das jetzt anstrengend. Aber trotzdem weißt du, nein. Dafür bin ich hier, dafür brenne ich, das gebe ich rein. Das ist dieser Kreis, wo ich wirken will. Es verändert dein Leben. Es verändert alles. Es bringt dich wirklich in dieses Gefühl, wirklich das zu machen, wofür du zutiefst dankbar bist, auch wenn es wirklich schwierige Zeiten waren. Und wenn du immer auch, wie ganz viele, ich sage es ja immer mit den Referenten auch, viele davon sind knietief durch den Scheiß durchgegangen, aber sie haben immer an sich geglaubt und sie haben immer an das geglaubt, was sie in sich drin haben. Und du merkst es, wenn du auf diesem Weg bist und du merkst, dass du auch das Richtige kommt dann zu dir. Du wirkst extrem anziehend. Die Menschen merken das und die merken auch, hey, mit der Susanne möchte ich zusammen sein, weil sie etwas in mir aktiviert, was mich vollkommen anders fühlen lässt, was mir auch zeigt, ich bin komplett auf einem anderen Niveau als irgendwie noch vor 1,5 Jahren. Es ist eine Kraft in dir, die die wenigsten Menschen je in ihrem Leben bisher gespürt haben. Und diese Kraft ist das, was dich göttlich macht, diese Anbindung. Und da geht die Reise hin. Da geht die Reise hin. Susanne, habe ich die Frage beantwortet?
Genau, die Enttäuschung. Ende der Täuschung in die eigene Schöpferkraft, in die eigene Entfaltung. Ja, Kathi, eben zurzeit immer erschöpft und auf der Suche nach meiner Kraft. Das ist es genau. Dieses eben erschöpft, das ist ja genau das, was uns immer diese Energie abzieht. Und ganz ehrlich, ich weiß ja, dass ganz viele Menschen sagen, ich muss diesen Job machen, weil ich lebe davon. Und ich meine, wenn einem Arzt die Approbation entzogen wird, dann wird dem die ganze wirtschaftliche Grundlage genommen. Und trotzdem sagt er, hey, nein, ich mache da nicht mit. Und das ist genau so jetzt. Jetzt entscheidet jeder, verkaufe ich meine Seele diesem System oder sage ich nein. Nein. Ja, Elli, ich werde das bei uns hochladen. Ich denke, das ist für ganz viele jetzt ganz wichtig. Du bist nie allein, Kathi, du bist bei uns. Wir sind zusammen hier. Genau, Elli, dieses in eben sehr in der Kraft, nur wenn ich mit diesem Irrsinn konfrontiert bin. Das ist wirklich so wichtig, dass wir da eine Linie ziehen und sagen, nein, das will ich nicht. Wir wissen, dass das passiert, aber ich will mich da auch nicht reingeben, weil davon leben die anderen Irren wieder. Ja, ausruhen, mal wirklich Zeit sich zu nehmen und diese Kraft sammeln und in sich hineinhören, dass wir diese eben Schöpferkraft wiederfinden. Ja, die Anime, die Schumann-Frequenz, die fordert uns gerade alles ab. So. Das ist definitiv so. Ja. Doch, wir finden es alle. Wir finden es alle. Wir finden es alle. Ehrlich, wir finden es alle. Es ist da, es ist wirklich. Wenn du diese Energie da reingibst, wenn du dich eben abwendest von all dem, was dich Energie kostet und dich mal fragst, hey, was ist das? Einfach eben dem Gehenden erschließt sich der Weg unter den Füßen. Einfach sich mit den Dingen befassen, die eben für die man sich interessiert. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Gut. Das Sekundenschlaf. So, also. Genau, also jetzt die Übung. Ich habe es gehört. So. So, jetzt. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gelesen. So, jetzt geht's los. Also, die wichtigste Übung, und das ist, möchte ich wirklich, wirklich, dass ihr die jetzt macht. Das ist, am besten nehmt ihr jetzt ein Blatt Papier und wir machen das jetzt innerhalb von 15 Minuten, aber ich bin ganz sicher, dass ihr da so viel Impulse bekommt, dass das einmal für die nächsten paar Tage reicht. Es gibt nichts Richtigeres, als sich mit dem zu befassen für alle die, die sich fragen, wie komme ich jetzt zu diesem Geschenk? Dieses Geschenk ist in dir. Das bekommst du nicht über einen Kurs. Dieses Susanne, gibt es schon Info für Chur? Darf ich auch kommen, wenn ich nicht in der Akademie bin? Ja, natürlich. Also das mit Chur, mit dem Sommerfest, 27. bis 29. August, es ist das Ereignis, wie wir es nennen. Und wir haben jetzt morgen einen intensiven Termin noch, Besichtigung in der Halle, weil das von der Sicherheit her alles unglaublich genau sein muss, weil wir ja niemanden in Gefahr bringen wollen. Trotzdem, schickt mir die Energie, dass wir bis Mittwoch, Donnerstag die Bewilligung haben und dann werde ich das hier bei uns kommunizieren für alle die, die dann in der Halle schlafen wollen. Diese Plätze werden wahrscheinlich sehr, sehr schnell weg sein und ich werde sie hier werde euch dann als allererstes sagen, weil die sind 25 Franken, so günstig übernachtet man natürlich nirgends hier.
aber ich werde es euch sagen. Aber ich bitte da wirklich, schickt mir uns jetzt die beste Energie, damit diese Woche das alles klar ist und dass wir Ende Woche mit dem Vorverkauf starten, weil ich kann euch sagen, was ich hier erlebe mit den Referenten, noch nie mit allen, die involviert sind. Ich kann wirklich sagen, dass ich einiges in meinem Leben schon gemacht habe, aber ich habe ich habe noch nie so eine Kraft gespürt wie für dieses Ereignis. Es geht um das Gruppenbewusstsein. Und natürlich kann jeder, danke Martina, du bist dann auch dabei auf jeden Fall. Es wird stattfinden, wir machen alles und jetzt geht's an die Übung. Und ich meine eben, jeder darf da dabei sein. Jetzt geht es um etwas ganz Wichtiges. Das ist der wichtigste Schritt, um wirklich zu seinem Geschenk zu kommen. Und zwar ist die erste Frage, was habe ich getan, um Anerkennung zu bekommen? Das ist die erste Frage. Schreib die bitte mal auf und jetzt gibt es eine Erklärung dazu. Wir alle, als wir hier auf die Welt kamen, kamen wir aus einem Zustand des Verbundenseins, des Lernens. Es war für uns, wir waren hier und sind angekommen. Und ganz ehrlich, es gab keinen Anschein, dass sich das ändert. Und doch war das so, dass wir irgendwann im Laufe unseres jungen Lebens, das ist in den ersten 8 bis 9 Monaten, die Erfahrung gemacht haben, dass so, wie wir sind, offensichtlich nicht richtig sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben angefangen, unser Umfeld zu manipulieren. Und das macht jeder Mensch, jeder einzelne Mensch. Die Frage ist nur, bin ich bereit, das im Nachhinein anzuschauen, zu reflektieren oder nicht? Das heißt, ein gesundes Neugeborenes hat zum Zeitpunkt der Geburt keine angeborene Angst außer Knall und Fall. Man sieht das an den Reflexen eines gesunden Neugeborenen. Das heißt, im Alter von 8 bis 9 Monaten entwickelt ein gesundes Kind die sogenannte primäre Angst. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Weil ich das, was ich so sehr brauche, nicht mehr bekomme, nehme ich das, was ich kriegen kann. Weil ich das, was ich so sehr brauche, nicht mehr bekomme, nehme ich das, was ich kriegen kann. Kriegen, in diesem Wort ist das Wort kriegen, in diesem Verb ist das Wort Krieg enthalten. Das heißt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du wissen willst, was ist das Geschenk, was ist das, was mich ausmacht, wofür bin ich hier, was ist dieses Geschenk, dann solltest du dich fragen, okay, was für eine Strategie habe ich mir zurechtgelegt als kleines Kind, als Säugling, unbewusst natürlich, was mich aber mein ganzes bisheriges Leben begleitet hat. Sobald du dir bewusst bist, was es ist, da kommt dann der zweite Schritt, bringst du das in die Veränderung. Und dann ist es genau das, was diese Kraft in dir wieder aktiviert, was niemand dir nehmen kann. Okay, also jetzt, ich gebe jetzt einfach ein paar Beispiele. Eben die Kernfrage ist, was habe ich gemacht, um Anerkennung zu bekommen? Du bist also 10 Monate, 40 Wochen bist du im Mutterleib. Du hast diese Anerkennung gratis mitbekommen. Immer. Das war gar kein Thema. Das hat auch niemand zu dir gesagt, du, ich anerkenne dich, sondern das hast du gespürt. Dann kommst du auf die Welt. Es gibt nicht wenig Fachleute, die sagen, dass eine Geburt schon ein traumatisches Ereignis darstellt. Aber das ist auch nicht das Thema. Tatsache ist, dass du im Alter von 8 bis 9 Monaten eine primäre Angst entwickelst. Diese primäre Angst spielt eine ganz wesentliche Rolle. Das heißt, das ist ja dann nicht einfach so, mit 8, 9 Monaten hast du diese Angst und dann ist die dann irgendwann weg, sondern das ist ja etwas, was zu einer Gewohnheit wird und dann zu einem Charakterzug. Also frag dich, wovor habe ich am meisten Angst? Jetzt gebe ich ein paar Beispiele. Ganz viele von uns, vor allem eben also in Deutschland zum Beispiel, wo sehr viel darauf Wert gelegt wird, dass man eine
angenommen, du bist in eine Familie reingeboren, das sind alles Mediziner, das sind alles Juristen, das sind alles Akademiker und dir wird schon ganz früh auf den Weg gegeben, also du musst unbedingt studieren, sonst bist du nichts. Leistung. Dann über Wissen natürlich, eben du bist in einem Haushalt, also in einer Familie, in einem Umfeld, was sehr intellektuell ist. Und du musst da einfach, um dazu zu gehören, um Anerkennung zu bekommen, musst du genau das machen, was da verlangt wird. Dann kann es sein, eben über Status, über Macht, ganz wichtig. Also das heißt, diese Frage kannst natürlich nur du beantworten. Wie bist du konditioniert worden? Und jetzt nochmal, es geht nicht darum, um irgendwie den Eltern oder den Bezugspersonen daraus irgendwie zu sagen, hey, was habt ihr da mit mir gemacht? Sondern es geht jetzt als erwachsener Mensch darum, die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil, und das ist jetzt ganz wichtig, da, wo deine Angst am größten ist, ist gleichzeitig dein Potenzial am größten. Und hier sind wir wieder beim Geschenk. Das heißt, je genauer du da reinschaust, was es ist bei dir, desto klarer wird dir, was ist dieses Geschenk? Was ist diese einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive? Da, wo deine Angst am größten ist, ist dein Potenzial am größten. Ich denke, Existenzangst ist es bei mir. Annemie, wenn du sagst, du hast Angst, nicht genug zu haben, dann ist es natürlich ein sogenanntes Mangeldenken, ganz ehrlich. Und da, ich weiß, das ist wirklich nicht einfach, aber dieses Geschenk zu finden, und ich sage es hier nochmal, weil ich weiß, es ist so. Wenn du dein Geschenk gefunden hast, kannst du davon leben, weil deine Energie dann am höchsten ist. Und das bekommst du in Form von Geld, bekommst du das zurück. Das heißt, je genauer du hinschaust und dich fragst, was ist dieses Geschenk, desto höher schwingst du und desto mehr bekommst du auch zurück. Das heißt auch, wenn du sagst Existenzangst, gut, das ist natürlich jetzt aufgrund von einem Satz ein bisschen schwierig, weil ich deine Situation nicht kenne. Aber wenn du sagst, ich habe das Schwierigste für mich oder das, was mir am meisten Angst ist, macht, ist, dass ich nicht genug habe zum Leben, ist da natürlich klar ein Mangeldenken drin. Da sollte man wirklich nachschauen, okay, wie bin ich da in diese Richtung konditioniert worden von meinen Eltern oder Bezugspersonen? Hieß es, du musst irgendwie einen 8-to-5-Job machen, damit du leben kannst. Was steckt da dahinter? Es gibt immer ein Ziel hinter dem Ziel. Das ist ganz wichtig. Frag dich mal, wie bin ich konditioniert worden? Haben meine Eltern, waren die auch in einem Mangeldenken? Haben die auch immer gesagt, Kind, Annemie, du musst das machen, weil sonst, oh mein Gott, ich sehe schon. Frag dich mal, wie das ist. Wie war das bei dir? Und dann frag dich, hey, ist das wirklich so? Ist es wirklich so? Oder ist es dieses Mangeldenken, was so in mir drin ist? Und jetzt nochmal etwas für die Frauen hauptsächlich. Natürlich gibt es auch Männer. Mangeldenken ist sehr, sehr häufig nicht nur aufs Monetäre bezogen, sondern auch auf die Liebe. Weil es eine unglaubliche Verstrickung, Verknüpfung, für was auch immer gibt zwischen Liebe, Gefühle, und ich spreche hier nicht von Emotionen, sondern Gefühlen und Geld. Unbedingt anschauen. Ein Riesenthema, ein Riesenthema. Und nochmal, wer hat es gesagt vorhin? Renate, der Geist geht nicht in die Flasche zurück. Also es geht hier wirklich dieses Bewusstsein zu schärfen und sich zu sagen, hey, wie war das bei mir? Und dann macht es Pang, 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 Pang. Und ein Licht nach dem anderen geht dir auf und dann braucht es Zeit, damit man das ein bisschen verdaut. Aber nur so geht's. Anime, ganz wichtig. Ihr Soul auch. Angst, liebe Menschen zu verlieren. Ganz spannend. Angst, also Verlustangst heißt das.
Verlust, Angst bedeutet, dass du an sich ein Mensch bist, der sehr viel Wertschätzung, Liebe geben kann, ganz unterschiedlichen Menschen. Das heißt, dass du eben nicht auf jemand Einzelnen fixiert bist, und das wäre dann quasi so wie sich das zeigt, das bist du aber nicht. Wenn du nämlich herausfindest und vor allem für dich herausfindest, hey, was ist das, was mich zu diesem einzigartigen Menschen macht, dann weißt du, dass du diese Liebe in dir hast. Dann ist es auch so, und das ist natürlich ein Riesenthema, jetzt loslassen. Und es gibt ja diesen Satz, was du liebst, lass los, und wenn es zu dir zurückkommt, dann bleibt es bei dir. Alex, Alexander, R aus M, du bist der wichtigste Mensch deines Lebens. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, also behandle dich auch so. Meine Strategie war, brav zu sein, dass ich nicht immer übersehen werde. Wie kann ich da ein Geschenk finden? Haha, also brav angepasst. Du bist angepasst, du musst nett sein, du musst brav sein, damit du Anerkennung bekommst. Das heißt, du lebst natürlich ganz, ganz weit und, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Susanne, aber das ist natürlich so, du darfst dich nie zeigen, weil zack, sobald du den Kopf weiter ausstreckst, drübe ab. So war das früher. Also schön angepasst sein, weil seien wir ehrlich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber die Generation, vor allem in Deutschland, Nachkriegsgeneration, die hatten wirklich andere Sorgen als die Kinder irgendwie zu hätscheln und tätscheln und das Potenzial in den Kindern zu fördern. Also ist leider so. Das ist deine Verantwortung, das ist deine Aufgabe jetzt. Also das heißt, wenn du brav, sehr brav und angepasst bist, dann wird da etwas in dir schlummern, was raus will. Das wird sich auf ganz unterschiedliche Arten zeigen. Das heißt, dürfte die Herausforderung sein, wirklich dir das zu nehmen, was dir zusteht. Und zwar ohne irgendwelche schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob deine Eltern noch leben oder. Es ist ja auch gar nicht nötig, dass man mit den Eltern irgendwie da in Frieden ist. Das Wichtigste ist, dass du mit dir in Frieden bist. Ich werde nachher noch die zweite Übung sagen, die ist da perfekt dazu. Ausgeschlossen zu werden aufgrund einer Behinderung. Heike, das ist noch was Spannendes. Ich erlebe das häufiger, dass mir Leute sagen, ja, ich habe da ein Handicap. Und ich bin sicher, dass Menschen mich da deswegen nicht mögen. Ich weiß jetzt nicht, was deine Behinderung oder deine Handicap oder deine Beeinträchtigung ist. Das spielt auch keine Rolle. Ich sage dir genau das Gleiche wie dem Alex oder dem Alexander. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du hast dieses Handicap, diese Behinderung oder wie immer man es nennt, aus einem Grund. Du hast. Und das tönt, ich weiß, das tönt jetzt für viele irgendwie vielleicht schlimm. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns unser Leben aussuchen, genau mit dieser Konstellation, wie wir hier angetreten sind für diese Inkarnation. Also da möchte ich dich einladen, mal zu fragen, hat es Situationen gegeben, wo mir meine Beeinträchtigung ein Vorteil war? Niki, auch brav sein? Man hat mir immer eingeredet, ich sei nicht überlebensfähig. Ja, genau, ja, das glaube ich auch. Eben, das wurde bei vielen gemacht. Aber ganz ehrlich, entscheidend ist nicht, was andere von dir denken, sondern entscheidend ist, was du von dir denkst. So wie du über dich denkst, denken andere Menschen über dich. Das ist das alles Entscheidende jetzt. Was werden die Leute sagen? Genau. Ja, genau. Genau, ja, genau, ja. Jesus Gott, was sägen die auch, meine Güte. Völlig, also den höchsten Grad an Freiheit hast du erreicht, wenn es dir egal ist, was andere Menschen von dir denken. Wirklich, glaubt mir. Das ist das A und O. Und wenn ihr diese Übung hier macht, ich komme gleich dazu, dann bin ich sicher. Diese Übung ist absolut zentral. Du bist nicht, du kannst nicht, und ich habe es sowieso schon vorausgesehen, dass es wieder daneben geht. Ja, genau, das ist so dieses,
das kann ja nur schlecht werden und du hast nichts drauf. Aber was sind das für Menschen, die sowas sagen? Sind das Menschen, die in ihrer Fülle, in ihrer Schöpferkraft sind? Nein, das sagen nur Menschen, die im Mangel sind. Also weg damit. Annemie, ja, es ist, ich heirate, bekomme Kinder und bin versorgt. Es hat in keinster Weise hingehauen. Glaub mir, Annemie. In Zukunft, es werden diese Beziehungen, diese Ehen Bestand haben, die auf dem Fundament der Liebe gebaut sind. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele Ehenbeziehungen da auseinanderbrechen. Aber es ist unsere Verantwortung. Kathi, ich hatte immer die Sehnsucht, geliebt zu werden. Jetzt kommen wir, ich will das noch. Ja, was willst du in die Realschule? Du heiratest sowieso. Ja, aber genau das meine ich, Monika. Genau das meine ich. Das ist eine Denkart von, ich erkläre das immer so. Meine Großmutter mütterlicherseits hat Jahrgang 24. Also wenn alles gut ist, sie hat sich jetzt zwar zweimal impfen, sie wurde zweimal geimpft, sie wird jetzt 97 im November, wenn alles gut geht. Diese Frau mit Jahrgang 24 hat die Denkweise von meiner Mutter am stärksten beeinflusst. Wie gesagt, die Frau ist bald 100 Jahre alt, meine Oma, mütterlicherseits. Ist diese Denkweise für mich zeitgemäß? Nein. Also es ist auch etwas, was sich jeder selber fragen darf. Ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie eine Speckschwarte, aber es ist, glaube ich, nicht so. Gut, also gut, jetzt. Ja, immer hilfsbereit sein für andere. Ja, genau, das ist auch noch sehr beliebt. Du musst eigentlich eine kleine Krankenschwester sein, weil die Bedürfnisse der anderen sind so wahnsinnig wichtig. Und das ist so eine falsch verstandene Liebe. Gut. Das ist wichtig, Milena, dass du das. Ja, immer schön sein, ganz wichtig. Das ist auch, du darfst, wenn du irgendwie dich schmutzig machst, heiratet dich keiner mehr. Die will dann keiner mehr und so weiter. Genau, alles so Sachen. Wichtig ist, dass man das wirklich sich bewusst. Ja, Angst, dass ich nicht geliebt werde, wenn ich nicht mache, was ich gehört. Genau. Oh, jetzt kommen da ganz, ganz, ganz viele. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen überziehen, weil es wirklich nicht zur Last fallen. Genau. Puh, mein Papa hat gesagt, das brauche ich dir nicht zu erklären, du bist eh blöd. Ja, also eben, da darf man natürlich auch mal hinfragen, wie kommt es, dass so jemand etwas sagt, aber das hinterlässt Spurennarben in der Seele eines kleinen Menschen, das ist so. Und trotzdem, Angelika, du bist jetzt hier, um das wirklich dir anzuschauen. Und eben, Conny, daran arbeite ich. So, jetzt, Heike, ja, ich habe dadurch mehr geschafft. Zweimal studiert, Kinder allein großgezogen, mit 49 Praxis eröffnet. Danke, liebe Diana, herzlich. Heike, du hast meine absolute Anerkennung für das, was du gemacht hast. Und wenn ich das so lese, bin ich ganz sicher, dass du dir die Anerkennung dafür geben kannst. Und das ist das Wichtigste. Genau, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ah, hier noch spannend von Susan. Ich habe herausgefunden, dass es mir schwerfällt, es mir gut gehen zu lassen. Ich habe immer nur Vorwürfe gehört in meiner Kindheit und konnte nichts richtig machen in den Augen meiner Mutter. Verstehe ich, genau. Ich war nie gut genug, so wie ich war. So, jetzt. Ihr habt extrem viel. Kevin, jetzt, nein, Frage, Kevin. Kevin, schreib mir doch da mal. Er schreibt, habe immer meinen eigenen Kopf gehabt und bin oft mit meinen Eltern, Geschwistern und Partner angeeckt.
Nach einigen Jahren, in denen ich immer auf die Rübe bekommen habe, habe ich mich angepasst. Kevin, wie ist es jetzt? Wie ist die Situation jetzt? Was ist mit denen, die von dir gefordert haben, dass du dich anpasst? Sind es vielleicht sogar die, die sich impfen, schrumpfen lassen, schlumpfen lassen? Sind das die Angepassten, die von dir etwas erwartet haben? Angst, nicht gut genug zu sein. Das ist sehr häufig. Und diese Angst kannst nur du dir nehmen, weil da, wo die Angst am größten ist, ist auch dein Potenzial am größten. Das heißt, du bist mehr als genug, Vera. Du bist mehr als genug. Du bist mehr, viel mehr als genug. Nicht auffallen, genau. Gut. Also jetzt, ich muss da, gut, also jetzt. Jetzt kommt die Wichtigste. Meine Mann im Rahmen und ich habe. Ja. Ja, du nie genug zu sein. Ich lese das mal vor. Seit einigen Jahren auf dem Rückweg, der Kevin schreibt, bin seit einigen Jahren auf dem Rückweg und bin der Einzige in der Familie, der umgeschrumpft ist. Hatte ich es mir doch fast gedacht. Gut, also jetzt. Jetzt kommt eine wichtige Aufgabe. Die wichtigste überhaupt. Und zwar möchte ich, dass ihr das nicht nur im Kopf macht, sondern dass ihr das wirklich aufschreibt für euch. Dass ihr ein Blatt nehmt und euch folgende Frage nehmt, also ihr habt sowieso schon ein Blatt genommen. Was habe ich gemacht, um Anerkennung zu bekommen? Immer still sein, ja. Ja. Der Micha schreibt das. Was habe ich gemacht, um die Anerkennung zu bekommen? Früher nicht auffallen. Immer still sein. Und die zweite Frage ist, wofür gebe ich mir heute die Anerkennung? Also der Kevin, für Kevin weiß ich schon, was du draufschreibst, dass du deinen eigenen Kopf behalten hast. Dass du deinen Kopf behalten hast, dass du deine ja, dass du dem gefolgt bist, was dir dein Kopf, dein Herz sagt, dass du dabei geblieben bist. Und hier geht es wirklich darum, was fühlst du aus dem Herzen heraus? Was fühlst du aus dem Herzen? Nicht das, was andere von dir wollen oder was andere toll finden, sondern was gibst du, was ist das, was du dir, wofür gibst du die Anerkennung? Und da dürft ihr, und da bitte ich euch wirklich, 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 inständig. Edeltraut schreibt es auch, dass ich mich nie habe verbiegen lassen. Und ich bin davon überzeugt, dass sich ganz viele von euch, genau wie der Kevin auch vorhin geschrieben hat, immer wieder hätten anpassen sollen im Laufe ihres Lebens, viele schon als kleine Kinder, und sie haben es nicht gemacht. Und ich finde, dafür dürft ihr jetzt richtig, richtig euch viel Anerkennung geben. Oder wie sagt es die Anke, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, Cindy, absolut. Genau. Doch, 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 ID 82, 89, 96 oder 36. Hier geht es nur mit Anerkennung. Das müssen wir. Wir müssen uns jetzt die Anerkennung geben. Das ist das A und O. Jeder gibt sich jetzt Anerkennung. Und das dürfen ganz, ganz kleine Sachen sein. Ich bin ganz sicher, dass du jeden Tag Dinge machst, wofür du dir die Anerkennung geben darfst. Und das
Wirklich, macht es, wenn ihr das Gefühl habt, ja, aber ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht und ganz kleine Schritte, ganz kleine Schritte. Gebt euch die Anerkennung für das, was ihr im Laufe eures Lebens schon gemacht habt. Unbedingt schreibt es auf, hängt es auf, nehmt es ins Portemonnaie, nimm es am besten überall mit hin, dass du das aufschreibst. Wer schreibt, der bleibt. Unbedingt aufschreiben. Gut. Genau. Also mir zeigt das ganz klar eben das, was die Edeltraud geschrieben hat, das, was der Kevin geschrieben hat. Wir sind hier ein Treff von Menschen, eben ein Schöpfertreff. Der Thomas hat hier übrigens noch den Link für den Sprachchat eingeblendet, für alle, die nachher noch am Sprachchat teilnehmen wollen. Es ist ja auch so, dass das wirklich das A und O ist, diese Anerkennung. Und das ist so schwierig, weil wir damit nie, nie, nie in Verbindung gekommen sind. Das hat die wenigsten von uns haben das gemacht. Aber Niki schreibt auch, ich bin meinen Weg gegangen. Genau. Und das ist das A und O. Heute sage ich mir, alles ist schwer, was man noch nie gemacht hat. Dann mache ich es eben mit der Angst. Schau, wie es geht. Das ist natürlich für ganz viele so einfach rein in die Angst. Danke, Barbara Henriette, das freut mich extrem. Ich weiß, es kommt gut. Ja, Gabi, Barbara Henriette hat gerade geschrieben, morgen findet eine wichtige Sitzung statt. Wir sind sehr zuversichtlich, jetzt endlich alle Bewilligungen zu haben und dann lassen wir es richtig krachen. Wenn du an uns denkst morgen, dann wäre das total schön. Ich bin davon überzeugt, wir haben Donnerstag haben wir alle Bewilligungen und dann kommuniziere ich das. Patrizia, du sagst es, wenn ich nicht durch die Einsamkeit und Trauer gegangen wäre, wäre ich heute nicht bei euch. Und ich bin extrem froh, Patrizia, dass du bei uns bist, weil du gehörst zu uns. Wir gehören alle zusammen hier. Wir werden dieses Gruppenbewusstsein stärken. Und ich bin ganz sicher, ja, genau, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir haben an alles gedacht, ich sag's euch. Wir haben wirklich an alles gedacht. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und es ist mir ein so riesengroßes Anliegen, dass wir alle uns jetzt endlich sehen, dass wir zusammen wirklich, ja, endlich dieses Neue, was wir alle gestalten, miteinander gestalten, dass wir das machen können hier in Chur. Und super, ich knutsche euch. Ich knutsche dich auch, Susanne. Und macht bitte, 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 bitte macht diese Übung, weil sie ist so wichtig. Der Thomas kann einiges dazu sagen. Wir haben ja bei uns eben auch die Leute, die bei mir jetzt in der Ausbildung sind an der Akademie, helfen da ja. Ich habe ja schon letzte Woche, die Judith hat schon das wirklich sehr viel gelernt und alle, die dabei sind. Und wir machen ja auch ganz klar Übungscoachings, wo es wirklich darum geht, in diese Kraft zu kommen. Und dass wir da, also aus Rothenburg bei Tübingen, glaube ich, da finden wir schon jemand. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht diese Übungen. Schreibt auch, bitte schreibt auch mail@tagewiediese.com, wenn ihr das noch mehr
ja, intensivieren wollt. Ich finde das wichtigste Thema, ihr wisst es, aber der Thomas wird euch im Sprachchat sicher auch nochmal euch abholen. Und von dem her, wir bleiben dran. Und bitte gebt auch eure Rückmeldung dem Thomas oder schreibt eine Mail, dass wir da wirklich uns gegenseitig stärken. Das ist extrem wichtig. Also am besten ist, also du antwortest ja leider nicht. Ja, es ist einfach unglaublich wichtig. Es gibt so viel gerade zu tun und der Thomas ist da die beste Ansprechperson. Und von dem her, wenn es ich mache Coachings, mache ich noch die mich angefragt haben, weil ich einfach zeitlich nebst der Organisation und nebst dem mit der Akademie einfach fast nicht mehr dazu komme. Aber die angefragt haben, die haben entweder schon Post bekommen oder ich bin da am Abarbeiten, aber es ist wirklich gerade extrem viel. Und vor allem mache ich halt viel auch, ja, damit wir ganz viele Menschen erreichen und deshalb auch der Sprachchat. Schreibt dem Thomas, dass wir da dranbleiben, ob wir noch weitere Übungen machen und die besprechen wollen. Das dürft ihr ganz, ganz gern mit dem Thomas machen. Ich sage danke. Am Donnerstag gibt es ein Gespräch mit der Marion, mit der Cindy und mit mir. Ich freue mich mega, so dass Cindy mal ihre Erfahrungen vom Protokoll teilt. Und ja, seid dabei. Ich freue mich und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.